Ich begrüße dich recht herzlich auf meinem Handarbeitskanal Cheap Love Wool. Wir häkeln, stricken und spinnen hier und weil ich auch einen Garten habe, gibt es am Samstag Koch- und Backvideos. Du kannst meine Videos liken, kommentieren und abonnieren. Kostenlos. Vielen lieben Dank. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Video. Und heute ist Teil 3 von unserem Mystery Jacke Orchidee häkeln. Und ihr habt schon gesehen jetzt, ich habe das hier, damit ihr das auch mal komplett seht, die Reihen, die wir bis jetzt gehäkelt haben. Es ist ein wunderschönes Muster. Und hier gibt es dann diese kleinen süßen Blüten, die wir häkeln. Und heute kommt Reihe 7 und Reihe 6. Und los geht's. Und wir befinden uns jetzt wieder in Reihe 6 auf einer Hinreihe in deiner Farbe 1. Meins ist grau gewesen. Ihr müsstet hier das beenden, damit ihr hier einen wunderschönen neuen Start habt. Also nicht die letzte Masche hier in grau beenden und weiter häkeln. Da habt ihr hier keine schöne Kante. So, wir beginnen so. Ihr nehmt euch eine Schlaufe auf die Nadel. Ihr könnt mir ja gerne mal drunter schreiben, mit was für einer Wolle ihr eure Jacke häkelt. Ich habe ja diesen Mohair-Look. Ihr beginnt hier mit 2 Luftmaschen in die Höhe. Und die darauffolgende Masche bekommt 2 Stäbchen. Warum 2 Stäbchen? Ihr könnt dann, das zeige ich euch jetzt gleich, hier praktisch 2 Maschen behäkeln, 2 Maschenglieder unter auch und habt genau eure 2 Maschen wie hier unten. Und das stört dann gar nicht, weil es ist auf der Seite. So kommt ihr dann hier an. Und häkelt hier rein 2 ganz normale Maschen. So, und jetzt machen wir hatten ja hier zur Erklärung, damit ihr wisst, wo ihr rein häkeln müsst. Wir hatten hier diese 5 Stäbchen in ein, was ja die Knospe ist. Und ihr müsstet jetzt um die 2 eine Reliefstäbchen machen. Einfach um beide Maschen rum. Schauen, dass auch dieser Faden hier hinten ist. Das könnt ihr auch gleich beim Holen machen. Einfach so nach hinten legen. Und dann so holen, dann ist der Faden gleich hier hinten und ihr braucht den dann nicht hier drüber zu machen. So, jetzt in der Mitte die 3. Masche, die wird praktisch alleine ein Reliefstäbchen kriegen und die 2 äußeren Stäbchen, wie gerade eben schon mal, nach hinten legen und einfach ein Reliefstäbchen machen. So. Von vorne sieht das dann wirklich aus wie eine Blüte. Ihr habt dann hier diesen kleinen Kranz. Jetzt geht es hier weiter. Wir hatten hier ein halbes Stäbchen, eine feste Masche und eine Kettmasche dazwischen. Das heißt, ihr müsstet jetzt euch die feste Masche suchen und auch ein Stäbchen reinmachen. So. Weil wir hatten ja hier überall Maschen mehr. Jetzt kippt ihr euch das um. So. Und dann seht ihr hier hinten diese Maschen. Die könnt ihr jetzt auch hochziehen. Ihr seht das, wie ich hier so reppel.
Und dann kommen hier rein Doppelstäbchen, zwei Stück. Eins und noch eins. So. Jetzt sucht ihr euch hier drüben wieder die feste Masche und macht ein Stäbchen rein. Müsst ein bisschen helfen und richtig schön anziehen. So, jetzt haben wir auch die Maschenzahl wie hier unten wieder und keine mehr. Ich drehe es euch mal um, dass ihr das jetzt mal von der Seite seht. Also es sieht wirklich dann aus wie eine Blüte. Und hier einfach die Reliefstäbchen mal ein bisschen ziehen und das sieht dann wirklich hier aus wie eine Knospe. Und das war eigentlich schon alles von dieser Reihe. Das wird jetzt wiederholt. Also der Maschensatz geht praktisch so. Ihr habt hier in dieser festen Masche das Stäbchen. Jetzt schaut ihr, wo diese fünf Maschen, Stäbchen in eins sind. Dann nehmt ihr die zwei äußeren, schön anziehen, macht ein Stäbchen. Das mittelste bekommt ein Stäbchen und die zwei äußeren werden jetzt auch zusammen abgemascht, als mit einem Reliefstäbchen, muss man ja hier sagen. So sieht das dann von hinten aus und von vorne toll. Sieht wirklich aus wie eine Blüte. Jetzt haben wir hier nochmal, zeige ich euch, wie das gemacht wird. Ihr sucht euch hier die feste Masche, also nicht das halbe Stäbchen und auch nicht die Kettmasche, sondern dazwischen einstechen und ein Stäbchen machen in die feste Masche. Dann klappt ihr euch die Blüte nach vorne. Hier hinten ist praktisch für die zwei Doppelstäbchen Platz. Und dann dreimal durch ist ein Doppelstäbchen, zwei Schlaufen auf die Nadel und wieder eins, zwei, drei. So, jetzt müsst ihr hier oben zwischen der Blüte und der Knospe ist eine feste Masche und da kommt ein Stäbchen rein. Und jetzt geht das immer so weiter. Ihr sucht euch die Blüte. Die zwei äußeren Stäbchen werden zusammen als Reliefstäbchen abgemascht. Das mittelste Stäbchen wird alleine als Reliefstäbchen abgemascht. Und die zwei äußeren Stäbchen werden wieder als Reliefstäbchen abgemascht. So, jetzt sind wir hier an einer Ecke. Diese Ecke bekommt alles Stäbchen und in diesem kommen zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen, zwei Stäbchen. Also sucht ihr euch jetzt erst wieder hier, müsst ihr euch das halbe Stäbchen suchen. Hier gibt es ja nicht noch den anderen Mustersatz. Also müsst ihr hier einfach in jedes ein Stäbchen rein, was ihr hier habt. So. Soll ich euch auch die Ecke aufschreiben unten in die Infobox? Ja, das mache ich auch. Da schreibe ich dann extra hin Ecke. Und dann schreibe ich euch die Stäbchen alle hin. Wir zählen die mal nach. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Sechs Stäbchen. So, und in die Mitte kommt zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen und noch einmal zwei Stäbchen. Und dann kommen wir praktisch hier zu einem
einem Arm. Und da müsstet ihr genau wieder das gleiche machen wie gerade eben. Zuerst bis hierher Stäbchen häkeln. Ach, seht ihr mal, da war ja ein... Ich mach mal kurz auf Stopp. Ich habe das jetzt einfach als Knoten festziehen müssen. Das ging bei mir nicht auszupupeln. So, eins, zwei... Und so weiter. Macht ihr jetzt das gleiche immer, bis ihr auf der anderen Seite seid. Und da sehen wir uns zu Reihe 7. So, ich bin jetzt auch am Ende dieser Stäbchenreihe und mache noch eine Kettmasche. Schneid mir das erstmal ab. Und mach den Farbe Nummer 1 wieder weg. Und dann kannst du das jetzt wieder mit einhäkeln. Und jetzt kommt Farbe Nummer 2 noch einmal in Reihe 7. Und zwar wurde sich irgendwann mal gewünscht, dass ich mal gekreuzte Doppelstäbchen häkel. Und den Wunsch erfüllen wir jetzt in dieser Reihe 7. Du machst jetzt erst einmal wieder zwei Steigeluftmaschen mit deiner zweiten Farbe. Lässt dir hier ein bisschen was stehen. So. Jetzt machen wir, das ist ja immer der Rand hier draußen das. Falls du als eine Knopfleiste brauchst, kannst du hier einfach so die Knöpfe reinmachen. Oder hier vorne dran häkeln oder auch einen Reißverschluss reinnähen. Und dafür sind ja hier vorne die drei. Also bleiben die drei Stäbchen jetzt erstmal Stäbchen. Wir machen auch hier wieder ins zweite zwei rein. Weil wenn du zurückhäkelst, hast du jetzt hier zwei wunderschöne Maschen, in die du reinhäkeln kannst. Hier oben. Wartet, ich zeige es euch mal. Die Masche. Hier die zwei Maschenglieder und hier, das seht ihr hier noch ein bisschen, die zwei Maschenglieder. Und dann ist das hier vorne dran und dann gibt es immer diese schöne Kante. So, und jetzt fangen wir an mit gekreuzten Doppelstäbchen. Das heißt, zwei Schlaufen auf die Nadel, eins wird freigelassen, eins weiter. Und ihr mascht das ganz normal wie ein Doppelstäbchen ab. Und dann wieder zwei Schlaufen auf die Nadel und zurück einstechen. So. Und das macht ihr jetzt einfach die ganze Reihe lang. Ich mache das ja mal mit euch bis hier rüber, dass ihr auch wisst, wie die Ecke dann zu häkeln geht. So, noch einmal häkel ich das jetzt mit eins. Das bleibt frei, da kommt es rein. Und wieder ein Doppelstäbchen. Und wieder zwei Schlaufen auf die Nadel und zurück. Ich glaube, hier hatte ich zu viel übersprungen. Wartet mal, ja, ich war zwei zu weit. Wenn euch das auch passiert, bitte macht es gleich wieder auf, weil hier die war zusammen, die mit der so, weil wir brauchen jede Masche. Und ihr könnt hier nichts kaschieren, leider. Sag ich ja manchmal so, leider. Manchmal kann man ja was kaschieren, dann in der Reihe danach. So, jetzt schneiden wir das erstmal hier ab, den ganzen. So, und jetzt geht es einfach munter immer weiter. Eins überspringen. Mit den zwei Schlaufen auf der Nadel wird es ein Doppelstäbchen. Und wieder... zwei Schlaufen auf die Nadel und ein Doppelstäbchen abmaschen. Und jetzt wieder eins frei, eins weiter, Doppelstäbchen und Doppelstäbchen. Jetzt hier auch wieder
So. Und immer wieder schön auch mal zwischendurch anziehen. Ihr seht, sonst wären hier oben die Maschen zu Glieder so groß. Zwei Schlaufen auf die Nadel. Und dann wieder einfach zurückstechen und das gekreuzte Stäbchen, Doppelstäbchen fertig machen. Und wieder hierhin. So. Und das müsste genau aufgehen. Bei wenn es hier nicht aufgeht, das könnte ja auch mal sein. Macht einfach hier hin und macht trotzdem euer Doppelstäbchen. Und dann macht ihr in dieser Reihe in die Ecke Doppelstäbchen, zwei Doppelstäbchen. Zwei Luftmaschen und Ecke wenden, weil jetzt kommt hier wieder so ein Arm. Ihr nehmt wieder zwei Schlaufen auf die Nadel und stecht hier einfach noch mal rein und macht zwei Stäbchen und jetzt geht es wieder wie gerade eben das eine freilassen, hier drüben rein und einfach Doppelstäbchen abmaschen, zurückstechen. Und ihr seht, die Reihe ist pipi einfach, wie man so schön sagt. Und einfach immer jetzt schön weitermachen. So. Und jetzt habt ihr alle Reihen praktisch, die wir bis jetzt gehäkelt haben. Und ihr müsstet jetzt immer wieder dann die graue Reihe wiederholen und die mit den Blüten, hatte ich ja gesagt, das ist optional, ob ihr die Blüten oder nur eine Reihe Knospen macht und immer mal zwischendurch nur eine Blüte. Nicht, weil es so aufwendig ist oder vielleicht gefällt dir das auch gar nicht und du machst nur Knospen. Also das ist jetzt dir überlassen. Und dann kommt die Reihe 6 und 7, wie wir es jetzt hier gehäkelt haben. Ich schreibe euch wie immer alles unten in die Infobox. Ich lege es euch mal so hin, dass ihr seht. Ein Bild gibt es zwischendurch mal in der Facebook-Gruppe Sheep Love Wool. Und wir sehen uns jetzt erst wieder. Also ich muss ja, wir hatten ja das mit der Raglan-Schräge das letzte Mal gemacht. Wenn ich dann hier 21 cm habe und dann schaue ich, wie viel Reihen ich noch machen möchte. Damit ich dann praktisch, damit es bei 21 cm hatte ich ja gesagt, dass das liegt dann ganz eng an wie eine zweite Haut. Und wenn du noch diesen Wohlfühlcharakter haben möchtest, musst du noch ein paar Reihen mehr machen. Da musst du dann schauen. So, und wir sehen uns jetzt in Teil 4 wieder, wenn wir praktisch diese Ärmel abteilen. Dann sehen wir uns wieder. So, meine Lieben, habt viel Spaß bei Fragen. Einfach unten in die Kommentare deine Frage stellen. Und ich sag einfach mal Tschüss, viel Spaß mit deiner Wolle und meiner Idee. Viel Spaß bei deiner Jacke. Sagt Nicole von Sheep Love Wool. Tschüssi, meine Lieben.